Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr eure Synology NAS auf Werkseinstellungen zurücksetzen könnt. Wir gehen zunächst ganz normal auf unseren Browser, gehen auf unser Synology NAS, melden uns einmal an. Und gehen einmal auf Systemsteuerung, dann auf Aktualisieren wiederherstellen. Hier sieht man schon, hier kann man theoretisch die Updates manuell einspielen. Wir möchten aber gerne jetzt auf den Schritt zurücksetzen gehen und hier bekommen wir schon Infos, was wir gerne machen möchten. Primär geht das natürlich auch über die Reset-Taste, das heißt unten einfach an die Box gehen, sieht man ja schon, und dann einfach lange drücken und dann wird auch die Konfiguration komplett einmal gelöscht. Wichtig ist, es gibt einmal nur die Konfiguration löschen und einmal die Daten löschen. In dem Fall sieht man hier oben alle Daten löschen. Und hier unten wäre es halt so, dass er nur die Config löscht und ihr zum Beispiel das RAID neu konfigurieren könnt, beziehungsweise die einzelnen Einstellungen machen könnt. Genau. Würde ich da jetzt drauf drücken, würde er einmal komplett das RAID 5 löschen und der komplette Inhalt, also alle Dateien, Videos, etc., würden verloren gehen, beziehungsweise gelöscht werden. So. Das wäre schon gewesen. Bei Fragen und Kommentaren und meinen Daumen hoch würde ich auch freuen. Dankeschön. Thank you.